Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Nele. In diesem Video soll es um mein Studium gehen und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, was ich studiere und warum ich das studiere und wie es mir so gefällt und was auch die Inhalte sind. Ich persönlich finde, dass man vor dem Studium meist wenig über das Studium an sich dann wirklich sich vorstellen kann oder auch weiß und ich möchte das so ein bisschen ändern, indem ich eben meinen Blickwinkel zeige und mein Studium erkläre und vielleicht ist es ja auch für die ein oder andere Person etwas. Zum Anfang einmal ganz kurz die grundlegenden Fakten. Ich studiere Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, also ganz unten im Südwesten von Deutschland. Ich habe gerade mein drittes Fachsemester abgeschlossen, beziehungsweise bin noch dabei, das abzuschließen, weil ich eben noch Hausarbeiten schreiben muss, damit ich meine Leistung eben anerkannt bekomme. Ich komme ursprünglich aus dem Nordosten von Deutschland, also aus Mecklenburg-Vorpommern, und dementsprechend ist Freiburg im ganz Südwesten von Deutschland schon sehr weit weg von meinem Zuhause. Trotzdem habe ich es bisher nie bereut, hierher gezogen zu sein, weil Freiburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt und ich liebe es, hier zu leben. Doch warum jetzt Freiburg und warum der Studiengang? Also es geht so ein bisschen Hand in Hand. Lange Zeit hatte ich die Vorstellung, dass ich Lehrerin werden könnte, also es war so eine Option von mir. Und dann habe ich aber in der Oberstufe gemerkt irgendwie, naja, aber wenn ich dann Lehrerin bin, bin ich ja auch Teil des Systems, an dem ich so viele Kritikpunkte habe. Also das Bildungssystem, so wie es in Deutschland ist, finde ich persönlich schwierig und meiner Meinung nach muss da auch viel dran geändert werden. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, ich möchte nicht in dieses System rein gequetscht werden, mehr oder weniger, und nur im Kleinen was bewegen können, sondern ich möchte versuchen, vielleicht im Größeren was verändern zu können. Dementsprechend wusste ich so, in welche Richtung ich gehen möchte, also in Bildungswissenschaft oder Erziehungswissenschaft oder auch Pädagogik oder irgendwas in die Richtung, hatte aber noch keinen konkreten Studiengang im Blick und auch keine Stadt. Dazu kam dann, dass mein Freund überlegt hatte, dass er hier in Freiburg studieren möchte oder sich das vorstellen könnte und dann haben wir darüber gesprochen, ob ich das auch mir vorstellen könnte, weil wir schon gerne zusammen irgendwo hingehen wollten. Und ich persönlich war noch nie in Freiburg, bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Dann habe ich erst mal im Internet geschaut, also auf der Website von der Uni, was gibt es denn hier überhaupt für Studiengänge? Und dann gab es halt diesen Studiengang Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement. Und dann habe ich mir den Studienverlaufsplan angeguckt und die Themen und war sofort eigentlich begeistert und habe so gemerkt, das ist richtig cool, das würde ich voll gern studieren. Also von dem, was ich natürlich nur mitbekommen habe, von dem, was ich gelesen habe. Und dazu kam eben, dass man hier in Freiburg immer noch ein Nebenfach dazu wählt, wenn man ein Bachelor of Arts studiert. Und das fand ich total cool, weil ich dann nicht nur auf diese Schiene beschränkt war, sondern eben auch noch ein Nebenfach dazu wählen konnte und so ein bisschen eben mehr Themen quasi studieren könnte. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mal nach Freiburg zusammen, weil mein Freund kannte Freiburg schon aus seiner Kindheit, ich persönlich wie gesagt noch nicht. Dann waren wir mal ein verlängertes Wochenende hier in Freiburg und ich habe mir die Stadt angeguckt und ja, mich eigentlich sofort in die Stadt verliebt und habe dann gesagt, ja, können wir gerne machen, wir können gerne hierher ziehen und genau, das hat einfach mega gut gepasst und da bin ich auch richtig dankbar für irgendwie, dass das so schön zusammen sich alles gefügt hat. Das ist jetzt der Grund für Freiburg und das ist der Grund für Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement. Warum jetzt aber Psychologie im Nebenfach? Ich persönlich habe schon länger ein Interesse auch an Psychologie beziehungsweise wie wir als Menschen funktionieren, jetzt nicht medizinisch, sondern halt ja psychologisch eben. Und warum wir so handeln, wie wir handeln, warum wir so denken, wie wir denken und so weiter. Und wollte aber nie wirklich Psychologie als einzelnes Fach studieren, weil ja da auch Themen dabei sind, die mich vielleicht nur minimal interessieren würden. Also zum Beispiel biologische Psychologie ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins. Und dass ich dann Psychologie im Nebenfach wählen konnte, hat sich dann eigentlich angeboten, das zu machen. Also ich hatte noch überlegt, ob ich vielleicht auch Soziologie machen soll, habe mich dann aber letztendlich für Psychologie entschieden, weil ich eben eher an dem Menschen als Individuum interessiert bin, als die großen Gruppen und Gesellschaften zu verstehen. Fände ich bestimmt auch interessant, aber jetzt ist es eben Psychologie geworden und damit bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, wie ist mein Studium jetzt aufgebaut? Also ich studiere ein Zweifach-Bachelor, das bedeutet eben ja, dass ich zwei Fächer habe, in meinem Fall eben ein Hauptfach und ein Nebenfach. Und die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester, dementsprechend sind das Ganze 180 ECTS, Credit Points oder Leistungspunkte, also das sind verschiedene Worte, die aber das gleiche bedeuten. Diese Leistungspunkte oder ECTS sind eben ja die Punkte, die man für die bestimmte Leistung in verschiedenen Veranstaltungen bekommt und mit denen man dann eben am Ende abschließen kann. Die 180 ECTS sind bei mir so aufgeteilt, dass ich 120 davon in BIVI, also in Bildungswissenschaft, erbringe, 35 in Psychologie und 25 im Ergänzungsbereich. So, der Ergänzungsbereich. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich nur zwei Fächer studiere. Stimmt prinzipiell auch, aber wir haben auch noch die Möglichkeit oder die Pflicht mehr oder weniger im Ergänzungsbereich
Kurse zu belegen. Das bedeutet prinzipiell, ich habe mein Nebenfach eben mit den 35 Leistungspunkten und dann fehlen bei mir eben noch die 25. Und diese 25 Leistungspunkte kann ich prinzipiell in jedem Fach erbringen, wo ich Lust drauf habe. Das ist eigentlich total cool, weil man damit eben in verschiedene Bereiche noch reinschnuppern kann. Ich kann zusätzlich aber auch noch weitere Kurse eben in dem Ergänzungsbereich in Psychologie belegen, weil ich eben durch mein Nebenfach natürlich begrenzte Wahlmöglichkeiten in Psychologie habe. Wenn mich aber noch weitere interessieren würden, also weitere Veranstaltungen, könnte ich diese im Ergänzungsbereich belegen. Oder Soziologie oder eine Sprache oder wie auch immer. Das heißt, dadurch kann man eben noch weitere, viel breiter gefasste Kompetenzen erwerben, als es bei einem Einfach-Bachelor die Möglichkeit wäre. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Was ist jetzt aber eigentlich genau Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement? Wenn ich Menschen erzähle, dass ich das studiere, dann wissen sie oft nicht genau, was das ist oder können sich vielleicht nicht direkt was drunter vorstellen. Finde ich auch total verständlich und genau deswegen mache ich ja dieses Video einfach, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Studiengänge da draußen, unter denen sich viele Menschen nicht viel vorstellen können und ich finde, das sollte halt geändert werden. Also Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement beschäftigt sich im Prinzip damit, wie man am besten lernt, wie man Lernumgebung am besten gestaltet und wie man das Ganze auch eben managt, also organisiert, plant und dann auch durchführt. Ein Kommilitone von mir hat es einmal im Prinzip so ausgedrückt, dass wir das lernen, was Lehrkräfte im Idealfall wissen sollten, nur dass wir keine Lehrkräfte werden können, weil wir kein fachliches Wissen haben, was wir vermitteln können. Beispielfächer, die wir haben, ist zum Beispiel Lernen und Kognition im ersten Semester gewesen. Da haben wir zum Beispiel gelernt, wie unser Gehirn modellhaft aufgebaut ist, natürlich nur im Kleinen. Es gibt noch ganz viele andere Modelle und wir haben das ja geläufigste, sag ich mal, kennengelernt. Und wie wir am besten lernen, was Üben bedeutet, warum Üben so wichtig ist, wie man selbst reguliert und selbstgesteuert lernt und wie man mit aktiven und bewussten Schwierigkeiten besser lernt und nachhaltiger lernt. Andere Fächer, die wir haben, sind zum Beispiel Motivation und Emotion, Bildungssysteme im internationalen Vergleich oder auch einfach die Schulpädagogik. Außerdem lernen wir auch Forschungsmethoden und Statistik, denn es ist immer noch eine Wissenschaft und es wird auch viel geforscht in dem Bereich. In meinem dritten Semester ging es jetzt viel um Lernumgebung und Curricula, wie man diese am sinnvollsten gestaltet, was man dort beachten muss und so weiter. Prinzipiell sollte ich nach meinem Studium in der Lage sein, Lernumgebung zu gestalten und diese auch sinnvoll zu gestalten, auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden einzugehen und zu schauen, wie lernt man wirklich am besten und was läuft vielleicht noch nicht so gut und was muss man ändern an diesen Lernumgebungen. Und damit ist nicht nur Schule gemeint. Also unser Studiengang ist natürlich auch auf Schule fokussiert im Sinne von, dass wir eben die Schulpädagogik haben und natürlich Lernen ganz viel in der Schule einfach stattfindet. Allerdings werden wir, wenn wir unseren Abschluss haben, eher nicht in die Schule gehen und eben als Lehrkraft arbeiten, sondern mit Erwachsenen arbeiten, als ErwachsenenbildnerInnen oder mit Kindern außerhalb von der Schule. Das ist natürlich auch möglich. Allgemein ist es sehr weit gefasst, was man mit meinem Abschluss machen kann. Man kann in die Lehrmittelentwicklung gehen, man kann E-Learning-Kurse zum Beispiel gestalten, man kann aber auch in die Personalentwicklung gehen, man kann in Unternehmen gehen und dort Lernumgebungen eben entwickeln, Weiterbildung entwickeln und so weiter. Also es ist wirklich sehr weit gefasst, aber es hat meistens immer was mit Bildung oder Weiterbildung zu tun. Was ich noch nicht gelernt habe und ich glaube, das werden wir auch nicht mehr wirklich aktiv lernen, ist, wie unser Bildungssystem aufgebaut ist. Ich hoffe, ich habe euch Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement jetzt ein bisschen besser erklären können und ihr könnt euch besser was drunter vorstellen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir die sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann werde ich die auf jeden Fall beantworten. Unter Psychologie können sich vermutlich mehr Leute was vorstellen, aber was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich das im Nebenfach studiere? An meiner Uni bedeutet das, dass ich 2 von 6 Grundmodulen belege. Also in meinem Fall habe ich zum Beispiel Sozialpsychologie und Allgemeine Psychologie 2 belegt. Die Allgemeine Psychologie 2 beschäftigt sich zum Beispiel mit den Themen Lernen, Motivation und Emotion. Weiterhin muss ich 2 von den Anwendungsmodulen belegen. Dort ist mein Plan, die pädagogische Psychologie und die Arbeits- und Organisationspsychologie zu belegen. Und es ist Pflicht für alle NebenfächlerInnen in Psychologie, die Einführungsveranstaltung im ersten Semester für Psychologie zu belegen, die eben die Wissenschaftstheorie, die Geschichte und auch die Ethik der Psychologie einmal grundlegend behandelt. Und wie schon erwähnt, kann ich ja prinzipiell in meinem Ergänzungsbereich auch noch weitere Psychologieveranstaltungen belegen. Also zum Beispiel würde mich noch Entwicklungspsychologie oder auch die differenzielle Psychologie interessieren und vielleicht mache ich das sogar noch in einem der nächsten Semester. In meinem Ergänzungsbereich habe ich im 2. Semester einen Spanischkurs und im 3. Semester ein Seminar zum Thema Selbstorganisation und Zeitmanagement belegt.
Man könnte zum Beispiel auch einen Kurs zum Thema Videoschnitt oder Bildbearbeitung belegen oder auch ein Seminar zum Thema Rhetorik. Ich habe mit dem Studio im Oktober 2019 angefangen und da war ja noch alles normal. Keiner hat von Corona gesprochen und ich hatte auch ein ganz normales erstes Semester, wofür ich auch richtig, richtig dankbar bin, weil ich da eben in das Studieren reingekommen bin, Menschen kennengelernt habe und ja, mich auch in Freiburg so ein bisschen einfach zurechtgefunden habe. Das erste Semester war für mich eigentlich total toll. Ich war super motiviert. Ich hatte 5 Klausuren und ich habe auch richtig zeitig angefangen zu lernen und es lief auch alles super. Ja, hatte aber dann keine Hausarbeiten, wofür ich eigentlich ganz dankbar war. Und dann kam eben Corona und dann war im zweiten Semester alles online. Das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich kaum feste Termine hatte. Also ich konnte mir die Vorlesung anhören, wann ich wollte. Ich musste nicht an Seminarsitzungen teilnehmen, sondern konnte die Inhalte bearbeiten, wann ich wollte. Dementsprechend fiel es mir ein bisschen schwer, mich zu organisieren und ich habe auch einiges eben bisschen aufgeschoben, aber im Endeffekt hat es dann doch alles funktioniert. Ich habe aber dadurch gemerkt, dass ich eben gewisse Termine brauche in der Woche, um darum meine ganzen anderen Aufgaben herum zu organisieren. Ich bin zwar auch kein Fan von dem, wie es in der Schule war, also um 6 aufstehen und dann ja ganz durchgetaktet und so weiter, aber so ganz frei ist mir dann doch sehr schwer gefallen. Oder vielleicht musste ich es einfach üben und ich war es einfach nicht gewohnt. Mein drittes Semester war jetzt natürlich auch online, da hatte ich dann mehr feste Zeiten in der Woche, wobei ich sagen muss, dass Seminare selten online gut gestaltet sind und ich ja mir wünsche, dass wir bald wieder normal in die Uni gehen können, aber ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem in meinem Nebenfach war es sehr schwer, Anschluss zu finden. Ich habe das Glück, dass mein Freund Psychologie im Hauptfach studiert und ich dadurch eben Menschen kennengelernt habe. An sich ist es aber trotzdem sehr schwer, als Nebenfächler eben die Hauptfächler kennenzulernen, weil sie sich oft untereinander schon kennen, während du quasi erst dazukommst, weil sie ja in der ersten Woche sich zum Beispiel schon kennengelernt haben und auch einfach viel mehr Kurse zusammen haben. Da ist es einfach wichtig, wirklich aktiv auf die Leute zuzugehen und auch vor allem in den Seminaren die Zeit zu nutzen, wo man mit weniger Leuten in einem Raum ist und dort vielleicht eben, ja, Kontakte zu knüpfen. Ja, wie gefällt mir jetzt eigentlich mein Studium? Also prinzipiell interessieren mich die Themen total und die Aufmachung und ja, die Veranstaltungen interessieren mich eigentlich auch und es gefällt mir meistens auch. Nur oft ist die Umsetzung ein bisschen schwierig. Also gerade jetzt eben online durch die Seminare ist es manchmal sehr frustrierend, wenn man dann ja dort sitzt und sich irgendwas anhört, was andere eben zusammengeschustert haben und sich nicht wirklich konzentrieren kann. Aber ich versuche dann einfach bei der Evaluation der Veranstaltung das rückzumelden und hoffe, dass es dann vielleicht eben für die nächsten Semester ein bisschen besser gemacht wird. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, was für Materialien ich benutze, also mit welchen Geräten ich studiere, sag ich mal. Gerade jetzt im Online-Semester ist das vielleicht ein bisschen interessanter. Also ich habe eben einen Laptop, mit dem mache ich ja alles Mögliche und habe dazu auch noch einen externen Bildschirm. Das ist ganz praktisch, einfach, dass ich nicht immer so gekrümmt auf so einen kleinen Bildschirm eben gucken muss. Zusätzlich habe ich noch ein iPad, das habe ich im ersten Semester von meinem Papa gebraucht abgekauft und habe mir dann noch den Apple Pencil dazu gekauft, um eben ja mitschreiben zu können. Ich finde das total praktisch, vor allem für Vorlesungen. Man kann viel leichter markieren, man kann viel leichter Texte lesen und ich habe mir dann auch immer ja schöne Zusammenfassungen geschrieben, mit denen ich dann für die Klausuren gelernt habe. Ich habe die dann einfach mal ausgedruckt und dann noch mit Farbe markiert, weil ich keinen Farbdrucker habe, aber man kann es eben über GoodNotes natürlich auch einfach schon vorher mit Farben markieren. Dieses Semester hatte ich eigentlich nur Seminare, dementsprechend habe ich ganz wenig eigentlich mein iPad genutzt. Ich nutze es vor allem dieses Semester und jetzt gerade auch für meine Hausarbeiten zum Texte lesen, aber wenn ich nächstes Semester auch wieder eine Vorlesung habe, dann wird es wieder mehr genutzt werden, weil ich eben da meine Zusammenfassung dann schreibe. Abschließend kann ich vielleicht noch sagen, mein Studiengang, also Bivi, ist sehr klein. Wir sind vielleicht 40, maximal 50 Leute, wenn man noch die Leute im Nebenfach dazu zählt. Und dementsprechend kenne ich eigentlich alle, was eigentlich ganz schön ist. Und wir haben auch einen relativ guten Zusammenhalt, finde ich. Und das finde ich eigentlich total schön. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video jetzt einen guten Einblick in mein Studium geben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder euch irgendwelche Themen ja genauer interessieren, könnt ihr mir das sehr gerne schreiben und dann kann ich gerne nochmal ein Video darüber machen oder eure Fragen einfach in den Kommentaren beantworten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen und natürlich auch über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!